von Ruth rausgekriegt. Hoffentlich ist sie da, du. I'm so crazy about in love irgendwie. Sei da, du. Be there, du. Ja? Hallo, Ruth. Ja, wer ist denn da? Du, hier ist der Rudi, du. Wer? Na, der Typ mit der Filmspule. Kürzlich im Restaurant, weißt? Filmspule? Na, der Frauenfreund irgendwie, hallo. Ach. Grüß dich, sorry. Ja. Hallo. Ja, was willst du? Ja, du hast doch gesagt, ich soll dich unbedingt anrufen. Du warst ganz wild irgendwie, verstehst? So hab ich das. Hast du gesagt, remember? Ja, und wie geht's dir? Oh, total durfte, du, irgendwie lieb auch. Na, du, ich bin kreativ im Augenblick, das grenzt an Wahnsinn. Ich bin okay, so du, dann werde ich jetzt mal Schluss machen, ne? Ja, aber du hast doch gesagt, ich kann dich jederzeit anrufen. Noch was? Nee. Alles ist gut, tschüss. Ja, aber warte doch, wir können doch zum Griechen gehen, oder wie? Ja, du lachst, ne? Sorry, du lachst irgendwie, ne? Aber was bildet ihr Frauen euch eigentlich ein? Sorry. Sorry, was bildet ihr euch ein? Verstehst du, da liest man überall, ne? Das ist doch total uncool, verstehst du, ne? Da bringt man sich ein, irgendwie ist lieb und so weiter, ne? Verstehst du, ne? Da ruft man nachts um 1:30 noch an, ne? Und dann und dann so ein Upturn irgendwie, ne? Entschuldige bitte, sorry, du liest doch überall, Frauen entdecken die neue Lust, ja, die neue Sensibilität der Frauen. Frauen nehmen sich, was sie wollen. Entschuldige, ich habe davon noch nichts gemerkt, ja. Dabei weiß ich wirklich alles über Frauen, ich kenne mich total aus, irgendwie, na. Ich weiß alles über diese niedlichen, buschigen Dinger, irgendwie, na. Ich kenne die gesamte Frauenliteratur von Madame de Stael über George Sand, Simone de Beauvoir, Erika Jong, Ina Deta, Alice Schwarzer und Inge Meisel, was du willst. Also. Wie soll ich sagen, als ich noch mit Eva zusammen war, also Eva kenne ich schon lange, ich kenne mich auch in Verhütung aus, wenn du das wissen willst, ja. Ich kenne mich auch in Verhütung auf, entschuldige bitte, ja, ob Pille oder Pessar. Ob Kondome, so mit oder ohne Geschmack irgendwie, na, so mit oder ohne Noppen, na, verstehst du, na, Leuchtröhren irgendwie, verstehst du? Ob Coitus Interruptus oder diese Knaus-Ogino-Temperatur-Messmethode, ich weiß genau Bescheid. Apropos Knaus-Ogino, als ich noch mit Eva zusammen war, muss ich dir erzählen, na, also da habe ich ihr morgens immer so bevor sie aufwachte, so ganz zärtlich so das Thermometer so eingeführt irgendwie. Habe ich gemacht, ja. Und die Werte habe ich anschließend so fein säuberlich in eine Tabelle eingetragen, ne? Und da habe ich immer einen ganz lieben Kuss von ihr gekriegt dafür, ne? Das war so süß, ne? Das Problem war halt nur, sagen wir, dass die anderen Frauen in der WG den gleichen Service wollten, ja. Okay, da bin ich halt morgens ein bisschen früher aufgestanden. Habe ich halt meine Runde gemacht, ne? Habe ich mich nachmittags noch ein Stündchen hingelegt, ja? Ja, wie soll ich sagen, du, entschuldige, auch in der Sexualität, also praktisch im Sex direkt irgendwie, ne? Directly, ne? Also total so, ne? Kenne ich mich total aus, ne? Also mit Eva habe ich das gesamte indische Kamasutra und das japanische Tao der Liebe geübt, das ist irre, du. Aber pass auf, du, das ist irre, du, da kann man sich stundenlang einfach nur streicheln, ja. Oder bei der Vereinigung, du, so wie ich sage, so 5 Stunden einfach nur drin bleiben, ja. Also praktisch ohne Hintergedanken oder so. Das Problem war halt nur, dass Eva meist immer sehr früh eingeschlafen ist. Hat sie mich morgens immer gefragt, wie lange ich in der Nacht noch gemacht habe. Ja, verstehst du, ne?
Und das fand ich dann wieder scheiße, ja, verstehst du, ne? Irgendwann fing sie dann damit zum abgefuckten Ledertypen aus der autonomen Szene rumzumachen damals, verstehst du, ne? So eine Speckwand, so ein Mickey-Roke-Typ irgendwie, ne? Entschuldige, da habe ich aber mal rot gesehen, ja, da bin ich aber mal verdammt hart geworden. Sorry, da bin ich aber mal verdammt hart geworden, entschuldige bitte. Da habe ich aber alles ihrer Mutter erzählt, verstehst du? Ja. Oh, ich verstehe es nicht. Entschuldige, eine Frau, die mich kriegt, ja. Aber die kann sich eigentlich vollkommen verstanden fühlen. Ja. Ich kenne ihren Körper, ihre Seele, so, na, die Mondphasen und so. Na, und ich mache sogar Pickel weg. Na. Und ich will dir noch was sagen, ob du es glaubst oder nicht. Bitte auch an deine Adresse, ja. Auch an deine Adresse, ja. Ich bin kein bisschen schwanzfixiert, wenn du das denkst. Irgendwie, na. Wenn du das denkst, liegst du falsch, sorry. Ich weiß auch nicht, ich stehe vielmehr so, wie soll ich sagen, so auf Brüste und solche Sachen. Also, ja, manchmal denke ich auch, ich bin ein bisschen lesbisch oder so. Total crazy auch. Ne? Aber ist schon irgendwie komisch, soll ich dir das sagen, du, ne? Es ist wirklich komisch, ne? Ich weiß zwar alles über Frauen, wirklich alles, ne? Aber keine will mich, scheiße. Hallo, der Anmacher ist wieder unterwegs.